Ja, moin moin, liebe Freunde der blonden kühlen Schönheiten. Ja, Fans, hi. Ja, lang war her. So ein Blödsinn. Lang ist her. Endlich wieder ein neues Video von uns. Eigentlich können wir das schon mal, bevor wir sagen, was wir hier demnächst genießen können, können wir kurz mal was zur Geschichte sagen. Ja. Übrigens, die Geschichte, die steht kurz und knackig denn immer auf der Rückseite. Mehr Glück gehabt. So, 1423 erhielt Bernau das Braurecht. Also 600 Jahre her. Das Bier war über die Mark hinaus begehrt. Mit der Gründung unserer Genossenschaft beleben wir die Brautradition. Seit 2020 brauen wir das Bernauer Bier wieder hier vor Ort. Sprich, seit 2020 wieder in Börnecke. Pale Ale. Pale Ale Naturtrüb. Übrigens könnt ihr euch das mal angucken unter www.braugenosse.de. Unter dem Video hier in der Beschreibung einfach anklicken. Genau, da sind auch die Preise und so weiter. Genau, wir machen ja keine Werbung. Ach, überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Naja, ist regional. Das hat halt seinen Preis, ist halt keine Massenproduktion. Genau. Ne? Ist halt bloß in bestimmten Mengen wird das provoziert. Produziert. Die provozieren das aber auch mit der Preise. Wir hauen jetzt erstmal hier Thors Hammer, den brauchen wir. Ansonsten wird das nichts, ne? Auspacken oder wegpacken? Ach so, wie sieht die Pulle aus? Ja. Ja, traditionell Altpapier. Ja, ist auf Altbacken gemacht. Ist okay. Da ist das Rathaus drauf. Ist auch Bernauer Rathaus, steht so ja drauf, ja. Mhm. Ich hab's trotzdem auch ohne erkannt, ohne dass es da steht, ja. Also, so, das Symbol ist ganz nett hier oben. Und im Hintergrund ist das sicherlich auch Bernau. Ich würde 3 Punkte geben. Sieht gut aus, gefällt mir. Gut. Bin ich dabei. Glück, Glück, Glück. Ah, ist nur so ein Steg. Das sieht aus wie Spezi oder so. Mhm. Ich würde sagen, sieht aus wie ein Mezzomix. Naja. Also, ein Tipp für die Arbeit, wa? Ja. Genau. Das gute Pale Ale hier von den Braugenossen. Fällt keinen auf. Für bloß noch der Geruch, da würde ich eine Pulle Pfeffi hinterherziehen. Riecht man das doch nicht mehr. Auf jeden Fall einen frischen Atem. Kommen wir zum Geschmack. Prost. Prost. Zum Wohl. Warum klebt denn hier alle Decke so? Ist das nicht? Mann, ey. Stimmt, wie er klebrige Hände hat. Sehr fruchtig. Schmeckt gut. Ein Abgang, eine leichte Malznote. Ja. Und mild. Mild ist es. Also ich finde das mild. Ja, der erste Schluck, aber bis zum Ende hin wird es dann nicht mehr so schön, bin ich mir sicher. Ja. Also ist so ein Geschmack, da weiß ich ganz genau, also das eine Bier ist gut, aber das zweite und dritte kriegt nie runter. Also das Erste, was man schmeckt, ist die fruchtige Note, die kommt voll zum Tragen. Ja, dann kommt das Malzige und dann kommt dieser leichte Schwarzbildcharakter, diese leichte Herbe kommt da noch runter. Ich schmecke tropische Früchte und eine leichte Zitrusnote. 0 bis 15 Punkte können wir da vergeben, ich würde 9 vergeben. Liegt aber auch daran, dass ich nicht so ein Pale Ale Fan bin, aber das ist wirklich gut. Ja. Für ein Pale Ale ist das wirklich gut. Ja. Spezialpoints gibt es auf jeden Fall erstmal ein weniger, als man gedacht hat. Also kommt aus der Region von uns, gibt auf jeden Fall schon mal einen Spezialpunkt. Na gut, dann können wir bei Spezialpunkt so gleich den Preis sagen, oder? Na ja, klar. Der Preis beträgt 1,90 Euro. Pro 0,5 Liter Pulle. So ist es. Wenn ihr denn da ein Fassbier trinken wollt, dann rechnet mal das ungefähr mal 2. Ja? Ja, ja. Ich wüsste ja nicht mehr. Wir waren schon mal da und schon mal getrunken. Also, letztes Mal hatte er einen 03er bei 3,80. Ui.
Ja, also ein bisschen mehr wie das Doppelte. Ja. Das ist bestimmt der Klimawandel. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Der treibt die Preise. Hm? Ich finde, das ist schon was Besonderes. Und das kommt aus der Region. Aus der Region. Ja, ich finde es auch gut, dass es immer noch so eine kleine Brauereien gibt. Ja, die müssen gefördert werden. Trinkt das gefälligst. Ich finde es auch ganz gut. Man kann da wirklich hinfahren. Guckt euch mal die Öffnungszeiten an und dann gibt es da so einen kleinen Tresen, da könnt ihr dann schön Bierchen trinken und ja, ist recht gemütlich. Ja, und könnt dann da auch gleich eure Kiste Bier kaufen. Finde ich gut. Eine intensive Hopfung entfaltet tropische Früchte. Ja, die habe ich rausgeschmeckt. Und Zitrusnoten. Zitrus, siehst du? Ja. Naja, wird wohl was dran sein, wenn ich das sage. Ich bin ja hier so ein angehender Biersommelier. Hab ich schon gesagt? Wie gesagt, entweder machst du so ein Biersommelier oder du trinkst halt 1000 Biere und dann. Na? Dann bist du der 1000 Biertrinker. Das eine ist Theorie mit Diplom in Anführungsstrichen und das andere ist Praxis. Na, aber mach das da erstmal. Naja, ich bin eher für die Praxis. Natürlich, ich auch. Na? Wir wünschen euch übrigens schon mal ein frohes neues Jahr, ne? Gut, dann hoffe ich, dass ihr gut reingerutscht seid. Genau. Und dass der Weihnachtsmann nicht nur die Rute rausgeholt hat, sondern auch euch reichlich beschenkt hat. Es sei denn, man wollte die Rute haben. Es sei denn das. Also ich habe schon ordentlich was zu mir genommen. Ja, das wird interessant. Hast du ordentlich zu mir genommen? Ich habe ordentlich was zu mir genommen. Ach so. Über die letzten Monate. Sitzt da? Also in der Flasche hält sich der Schaum aber richtig gut, du. Also ich trinke lieber einen Pilz. Ja, du, ich bin auch eher der Pilztrinker oder der Helles trinke ich auch mal. Ja. So, es ist kein Uwe da. Normalerweise ist... vielleicht war da ein kleiner Uwe. Das ist okay für ein Paleader hier Zeugs. Kann man nicht trinken, okay. Das, was mir auffällt, ist, es wird recht zügig schal. Also für mein Gefühl. Mit der Zeit wird es einfach her ab und liegt auf der Zunge. Ja. Ja, und die Kohlensäure geht recht schnell weg. Naja, hast du ja gesehen schon beim Eingießen. Mhm. War nicht so. Das hat nicht, da Blasenbildung war da in die Fälle. Unten. Naja, es gibt halt so eine Biere, wo die Kohlensäure schnell verfliegt. Es gibt auch Biere, da kannst du den Tag stehen lassen. Da ist immer Kohlensäure drin. Also kein Uwe. Hast du was gehabt? Na gut, dann gibt es kein Uwe. Ja, 16 von 30 Punkte, ist ja gut. Überdurchschnittlich das Ergebnis, ganz knapp. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, so ein gutes Paleader haben wir noch nie gehabt. Bronze. Ja, das ist jetzt hier nichts Weltbewegendes, also nichts Gutes und nichts Schlechtes. Congrats. Congratulations. Mhm. Yeah, baby. Sehr schön, Bernauer Pale Ale. Schönen Gruß an die Brauerei. Das war schon mal gut. Habt ihr gut gemacht, sehr schön. Was trinken wir als nächstes, Krasset? Ich glaube, das wird denn das... Ich gehe mal kurz in den Keller kicken hier. Das Bernauer... Ey, ja toll, jetzt hat er geschüttelt. Na, ich würde mal sagen, das wird ein Helles, wa? Oder? Puh, Mann, der Weg ist echt weit. Ah, also... Wir wollen ja nicht spoilern, aber... wollen wir das nicht, ne? Oh, dann tut mir das leid. Helles Vollbier Naturtrüb beim nächsten Mal. Auch von der Bernauer. Next time. Brauerei. Ja, also bis zum nächsten Mal. Haut rein und bis bald. Vergesst nicht zu teilen und zu abonnieren. Und genau, den ganzen teilen, liken, abonnieren. Ein bisschen Enrico beleidigen wieder. Twitch, YouTube. Genau, und das Neue von Insta hoch. OFA, machen wir alles. Was? Genau. Gut.